Der Hamburger Hafen ist ein offener Tidehafen an der Unterelbe in der freien und Hansestadt Hamburg. Er ist der größte Seehafen in Deutschland und nach dem Hafen Rotterdam sowie dem Hafen von Antwerpen der drittgrößte in Europa, Stand 2020. Gemessen an den Standard-Container-Umschlagszahlen von 2020 war er mit seinen 4 Container-Terminals der 18 größte der Welt. Der Hamburger Hafen hat sich im Laufe seines Bestehens räumlich von einem Anlandeplatz an einem Billemündungsarm in der Altstadt über einen Alsterhafen zu dem bekannten Hafen an der Elbe verlagert und dort weit Richtung Westen vorgeschoben. Seit den 1970er Jahren bestimmen Containerschiffe und stark automatisierter Umschlag das Bild. 1968 begann mit der Aufstellung der ersten Containerbrücke am Burchardkai der Ausbau Waltershofs zum Containerterminal Burchardkai CTB durch die Hamburger Hafen und Lagerhaus AG. Mit dem Bau der Köhlbrandbrücke, der Katwick-Hubbrücke für die Hafenbahn und des neuen Elbtunnels, alle 1974, wurden die logistischen Voraussetzungen für den wachsenden Transportbedarf geschaffen. Es folgten 1977 das Containerterminal Talleort, das 1996 ebenfalls von der HHLA übernommen wurde, und 1999 der Eurogate Containerterminal Hamburg am Predöl-Kai in Waltershof. Das Hafenerweiterungsgesetz vom 30. Oktober 1961 griff Planungen der Hamburgischen Preußischen Hafengemeinschaft von 1929 auf und sah für die Erweiterung des Hafens die ehemaligen Dörfer Altenwerder, Frankop und Moorburg vor. 1973 beschloss der Hamburger Senat die Räumung von Altenwerder. Auch der 1989 vorgestellte Hafenentwicklungsplan hielt an der Hafenerweiterung im Südelbe-Raum fest. Bis 1998 wurden Altenwerder trotz massiver Proteste aus der Bevölkerung endgültig und vollständig geräumt und abgerissen. Lediglich die Kirche und der Friedhof blieben bestehen. Im Jahr 2002 hat an dieser Stelle das Containerterminal Altenwerder seinen Betrieb aufgenommen. Es galt als das modernste Terminal der Welt. Die Hafenwirtschaft hat sich elbabwärts verlagert. Die Hafenbecken auf dem Großen und dem Kleinen Grasbruck entsprachen ab den 1980er Jahren weder in Größe, Tiefgang noch Platzkapazität den Anforderungen eines Seehafens. Auch ist der Platzbedarf in den Containerhöfen anders als beim herkömmlichen Umschlag. Es werden große Stell- und Verladeflächen benötigt. Inzwischen wurden zahlreiche Hafenbecken wieder zugeschüttet. So zum Beispiel der Inderhafen, der Vulkanhafen oder der Griesenwerder Hafen, um hier diese Stellflächen zu schaffen. Die innenstadtnahen Hafengebiete wurden zu Industriebrachen, für die die Stadt neue Nutzungsmöglichkeiten suchte. So wird zum Beispiel auf dem gesamten Gebiet zwischen Kehrwieder und dem großen Elbbrücken, dem Herz des Hafens im 19. Jahrhundert, seit 2004 der neue Stadtteil Hafen City für Wohn-, Arbeits- und Freizeitzwecke gebaut. Er gilt als eines der ehrgeizigsten städtebaulichen Projekte der Gegenwart. Der Hamburger Hafen liegt an der Unterelbe und etwa 100 Kilometer von der Mündung der Elbe in die Nordsee bei Cuxhaven entfernt. Er gilt dennoch als Seehafen, da er von Seeschiffen bis zu einem Tiefgang von 15 Meter angelaufen werden kann. Dies wird möglich gemacht durch regelmäßige Fahrwasserausbaggerungen und Vertiefungen. Dabei ist unter Ausnutzung der Tideflutwellen ein Schiffstiefgang von 13,8 Meter möglich. Mit Lenkung des Oberhafenamtes beim Einlaufen auf den Höhepunkt der Flut auch von 15,1 Meter. Seeschiffe mit einem Tiefgang bis 12,8 Meter können den Hafen Tide unabhängig erreichen.
Beachtlich ist dabei, dass sich der mittlere Tidenhub am Pegel St. Pauli mit einer durchschnittlichen Bewegung von 3,63 m im 20. Jahrhundert verdoppelt hat. Das Areal des Hafennutzungsgebiets zieht sich vom Holzhafen in der Billwerder Bucht und der Peute in Wedel im Osten bis nach Finkenwerder im Westen. Vom Zollkanal zwischen Hamburg-Altstadt und Speicherstadt, den St. Pauli-Landungsbrücken und dem Altonaer Fischereihafen im Norden bis zu dem Hafenbecken in Harburg im Süden. Er nimmt knapp ein Zehntel der Fläche der Stadt ein und belegt oder berührt insgesamt 14 Stadtteile. Nördlich der Norderelbe grenzt er an Rothenburgs Ort, die Altstadt, die Neustadt und St. Pauli, umgibt die Hafencity und beinhaltet das Areal vor der großen Elbstraße in Altona. Südlich der Norderelbe umfasst er den größten Teil der Wedel, den kleinen Grasbruck, Steinwerder und Waltershof vollständig sowie die Elbufer von Finkenwerder. An der Süderelbe belegt er Teile von Harburg und Wilhelmsburg sowie Altenwerder vollständig. Das Hafengebiet umfasst eine Gesamtfläche von 7236 Hektar. Davon sind 6403 Hektar nutzbar, von denen 4249 Hektar Landflächen sind und 2987 Hektar Wasserfläche. Hinzu kommen 833 Hektar Hafenerweiterungsgebiet, also Gebiete, die für einen weiteren Hafenausbau reserviert sind, so zum Beispiel große Teile Finkenwerders und der Stadtteil Moorburg. 1634 Hektar, also 23%, waren bis zum 31. Dezember 2012 als Freihafenfläche von Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer ausgenommen. Der Zugang zu dieser ansonsten umzäunten Freizone des Kontrolltyps 1 war nur an Zollübergängen möglich, an denen Fahrzeuge und Personen auf die Einhaltung der zollrechtlichen Bestimmungen überprüft werden konnten. Zum 1. Januar 2003 ist das Gebiet der heutigen Hafencity einschließlich Speicherstadt aus der Freizone herausgenommen worden, um die Wohnbebauung zu ermöglichen. Zum 1. Januar 2013 wurde die Freizone vollständig aufgehoben. Eine Besonderheit ist der Moldauhafen, ein 30.000 Quadratmeter großes Gebiet im östlichen Teil des kleinen Grasbruchs. Er wurde aufgrund des Versailler Vertrags von 1919 für 99 Jahre an die Tschechoslowakei verpachtet, die als elbanliegendes Binnenland somit eine Exklave zu den Seehandelswegen erhielt. Die nutzbaren Landflächen des gesamten Hafens von 3.416 Hektar werden zu 26% für den Umschlag, zu 13% für Logistik und zu 30% gewerblich, darin zu 12% von der Mineralölindustrie genutzt. Die übrigen Flächen gelten der Verkehrsinfrastruktur zu 13%, der Fähr- und Entsorgung zu 4%, 3% sind Grünflächen und 3% Freiflächen. Innerhalb dieses Gebietes sind etwa 200 Betriebe angesiedelt, in denen rund 40.000 Menschen arbeiten. Der Hamburger Hafen wird heute von der Hamburg Port Authority HPA verwaltet. Sie ist für die Stadt Hamburg die Eigentümerin des größten Teils der Hafengrundstücke. Den Umschlag organisiert die Hamburger Hafen und Logistik AG, HHLA. Sie ist heute ein halbprivates Hafenlogistikunternehmen und ging hervor aus der staatlichen Kai-Verwaltung und aus der Hamburger Freihafen-Lagerhausgesellschaft. Nach wie vor ist sie Eigentümer und Verwalter der meisten Hafenanlagen. Die HPA ist als Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Hamburg Eigentümer des überwiegenden Teils der Hafengrundfläche und führt als Unterabteilung der Behörde für Wirtschaft und Arbeit BWA die Fachaufsicht über den Hafen. Sie ging im Jahr 2005 aus dem Amt für Strom- und Hafenbau hervor
und übernahm zugleich die hafenbezogenen Aufgaben des Amtes Häfen, Dienstleistung und Wirtschaftsinfrastruktur. Sie betreibt das Hafenmanagement, ist für die behördlichen Belange des Hafens, die Hafenkommunikation, für die Wasser- und landseitigen Infrastruktur, insbesondere die Hafenbahn, das Straßen- und Brückennetz sowie die Sicherheit des Schiffsverkehrs und das Immobilienmanagement zuständig. Unterstellt sind ihr das Oberhafenamt, das Seemannsamt und der Hamburger Sturmflutwarndienst WADI. Ihre Hauptdienststelle befindet sich seit 2006 im Speicher P am Bandram in der Speicherstadt. Zum Tagesausklang, den wir in Altona am Kreuzfahrtterminal verbrachten, erlebten wir einen einmaligen Sonnenuntergang und genießten einen herrlichen und aufregenden Tag in Hamburg. Der Tag ist zwar zu Ende, jedoch schwelgten wir noch in unseren Erinnerungen, was wir tagsüber noch so erlebt hatten. Es gibt zwei Punkte in Hamburg, die man bei einem Besuch unbedingt erleben sollte. Das eine ist der Kultverein am Millerntor, der FC St. Pauli. Der Fußballclub St. Pauli von 1910, kurz FC St. Pauli, ist ein Mehrsparten-Sportverein aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli. Als Gründungsdatum gilt der 15. Mai 1910. Die Vereinsfarben sind braun und weiß. Der Verein hat 23 Abteilungen in unterschiedlichen Disziplinen des Leistungs- und Breitensports. Die bekannteste und mitgliederstärkste aktive Abteilung ist die Fußballabteilung, deren erste Herrenmannschaft in der zweiten Bundesliga spielt. Ihre Spielstätte ist das Millerntor-Stadion auf dem Heiligen Geistfeld in der Nähe der Reeperbahn, weshalb die Spieler auch als Kiezkicker bezeichnet werden. Der zweite Punkt ist die sündige Meile der Reeperbahn. Die Reeperbahn ist die zentrale Straße im Vergnügungs- und Rotlichtviertel des Hamburger Stadtteils St. Pauli. Sie ist etwa 930 Meter lang und verläuft vom Millerntor in Richtung Westen bis hin zum Nobistor Hamburg-Altona, wo sie in die Königstraße übergeht. Die große Anzahl an Bars, Nachtclubs und Diskotheken, vor allem aber das auf und um die Reeperbahn konzentrierte Rotlichtmilieu, hat ihr den Spitznamen »Die sündigste Meile der Welt« eingebracht. Die Reeperbahn lag bis zur Aufhebung der Hamburger Torsperre 1860-1861 und der sukzessiven Ausdehnung Hamburgs in der Vorderstadt Hamburger Berg, alte Bezeichnung St. Pauli. Genau zwischen den beiden Städten Hamburg mit der Stadtgrenze Millerntor und Altona, mit der Stadtgrenze Nobistor auf Höhe der Einmündung der Großen Freiheit. Menschen und Gewerbe, die in beiden Städten unerwünscht waren, konnten sich so in unmittelbarer Nähe ansiedeln und waren dennoch in das Stadtleben eingebunden. Eine erste Wohnbebauung wurde 1826 bis 1827 nach Entwürfen von Wimmel als kleinteilige Wohnhäuser im Stil einer Hausreihe auf der Nordseite der Reeperbahn zwischen Millerntor und Hamburger Berg vorgenommen. Für die in den 1880er Jahren ausgelegten Querstraßen
Hainheuerstraße, Bremerstraße wurde später einzelne Häuser abgerissen. Ein kleiner historischer Fehler ist der, dass die Hamburger Reeperbahn angeblich nicht die eigentliche Bahn der Reeper war, sondern die im Vergleich zur Reeperbahn schnurgerade verlaufende Parallele Simon von Utrecht Straße. Zwischen diesen beiden liegt heute noch die Seidlerstraße, deren Name ist Programm. Der Begriff Reeperbahn steht also neben Produktionsstätte für Tauwerk und Straße in Hamburg. Heute als Synonym für die sündige Meile bzw. ihr näheres Umfeld. Meist aber einfach nur liebevoll der Kiez genannt. Beim Bummel über die Reeperbahn beschränkt man sich üblicherweise nicht auf die Straße Reeperbahn alleine. Nachdem die Anzahl der Gewaltdelikte auf St. Pauli kontinuierlich angestiegen war, wurde 2007 ein Waffenverbot für die Reeperbahn und die Seitenstraßen erlassen. Waffen, Messer und andere gefährliche Gegenstände mitzuführen. Die ansässigen Geschäfte wurden aufgefordert, keine Glasflaschen mehr zu verkaufen. Durch das Glasflaschenverbotsgesetz wurde 2009 auch das Mitführen von Glasflaschen und Gläsern in den Wochenendnächten und vor Feiertagen vollständig verboten und kann mit bis zu 5.000 Euro Geldbuße bestraft werden. Gelbe Hinweisschilder grenzen das Gebiet ein. Ein Rückgang der Gewalt ist durch diese Maßnahmen nicht festgestellt worden. Zu den Sehenswürdigkeiten an der Reeperbahn gehören zahlreiche Bars, Nachtclubs und Diskotheken. Dazu zählen das bekannte Café Käse bis 2015, seitdem residiert dort ein Lokal der Sausalitos Holding GmbH, die fensterlose Kneipe zur Ritze mit einem eigenen Boxkeller sowie verschiedenartige Lokalitäten, die sich in den Seitenstraßen wie von der Beatles-Platz abweichenden Großen Freiheit oder dem Hans-Albers-Platz fortsetzen. Theater konzentrieren sich am parallel zur Reeperbahn verlaufenden Spielbudenplatz mit der bekanntesten deutschen Polizeiwache, der Davidwache. Dem Wachsfigurenkabinett Panoptikum, dem St. Pauli-Theater, Schmidt-Theater und Schmidt-Tivoli sowie dem Operettenhaus. Zu den bekannten Etablissements im Erotikbereich gehören das Dollhaus, das Safari bzw. seit 2015 das Safari Bierdorf und das Alacham. Auch die SM-Szene ist auf der Reeperbahn ansässig. Der Club de Sade ist Europas ältester SM-Club aus den 1960er Jahren. Parallel zur Reeperbahn verläuft etwas versteckt im Süden die bekannte Herbertstraße. Eine Bordellstraße, die nur zu Fuß und durch zwei Sichtblenden hindurch betreten werden kann. Also bis bald, euer Dirk.